Wernesgrün hat also Braurechte seit 1436, das heißt, wir sind im 576. Jahr. Begonnen hat es alles mit dem Schorischen Gut. Im Grunde genommen waren das Glashütten, die die umliegenden Schlösser hier beliefern mussten mit Glas. Und da Glashütten bekanntermaßen durstig machen, wurde dann irgendwann auch das Recht zum Brauen und Schenken vergeben. Und damit war der Grundstein für die Bierproduktion in Wernesgrün gelegt. Etwa 100 Jahre später kam dann das zweite Gut dazu, das Mattes-Gläsersche Gut, gelegen rechts des Wernesbaches, sodass eins linksseits und eins rechtsseits lag. Thank you.